Leute, bevor wir mit dem heutigen Oras Arena Leiterburg Part starten, möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Ihr erinnert euch eventuell dran, ich habe euch vor 3, 4 Monaten oder so darum gebeten, einmal auf einen Umfragelink zu klicken und dort abzustimmen, wer denn eure Lieblings-Arena-Leiter und Top 4 der Arena-Leiterburg sind. Ja, das Ganze hatte nicht nur einen Sinn aus reinem Interesse, denn ich hatte schon die ganze Zeit damit etwas vor und heute kann ich damit endlich an die Öffentlichkeit gehen, denn ich gehe jetzt noch mal ein bisschen weiter zurück. Vielleicht erinnert euch daran, ich hatte mal eine T-Shirt-Kampagne mit meinem Logo vorne drauf, um einfach zu gucken, ob ihr an sowas interessiert seid, an Merch generell. Und da kam das Feedback generell ja. Das Interesse war auf jeden Fall da. Allerdings hatten viele gesagt, so dass das reine Logo ist ihnen ein bisschen zu langweilig. Sie warten lieber, bis es andere Motive gibt, Projektmotive zum Beispiel. Und genau da kommt das jetzt ins Spiel. Denn ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht das Ganze ineinander übergreifend lassen. Deswegen habe ich mich mit der guten Letheti hingesetzt und habe die jeweils 2 Gewinner der Junior- und der Senior-Liga genommen. Also die 2 beliebtesten Trainer der Senior-Liga und die 2 beliebtesten Trainer der Junior-Liga. Die da übrigens sind aus der Senior-Liga der Kampfarena-Leiter Gao und die Unlicht-Top 4 Quinn. Und aus der Junior-Liga waren es der Geister-Top 4 Jonathan und die Boden-Arena-Leiterin Tana. Und von diesen 4 Trainern könnt ihr jetzt ganz exklusive Shirt-Designs erwerben. Ab heute ist die Kampagne verfügbar, das Ganze läuft um die 2 Wochen noch. Und je nachdem, wie groß das Interesse an der Kampagne ist, wird das Ganze dann eventuell auch später noch on-demand verkauft, also auch noch nach der Kampagne an sich. Ihr habt hier die Auswahl, wir machen das wieder über Seedshirt. Das Feedback, was ich da von euch bekommen habe, war nämlich sehr gut. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Ihr könnt euch ein ganz normales T-Shirt holen, ihr könnt euch ein Hoodie holen, ihr könnt euch ein Ladies-Shirt holen. Das alles natürlich auch in verschiedensten Farben. Ihr seht auch die Motive eingeblendet, Leute, und seht euch das an. Sind die nicht episch? Ich finde das einfach so geil. Ja, ab heute erwerbbar. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die 4 Trainer, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Das sind auf jeden Fall die exklusiven Motive, nach denen die Leute verlangt haben. Und ja, dann sag ich mal, viel Spaß damit. Und wir gehen jetzt in den Arena-Leiterburg-Part. So Leute, willkommen zurück zur Oras Arena-Leiterburg. Oh yeah. Nach dem Champions Final, was wir vorgestern gesehen haben, Bazi und Octopol haben dort gekämpft. Sehr, sehr episches Match übrigens. Machen weiter mit dem verbleibenden und letzten Herausforderer der Juniorliga und das ist der gute Ummel. Wohl, Ummel möchte anfangen mit seinem Haspando, wie er selber gesagt hat. Zati an dieser Stelle. Und zwar mit D-Scott, dem Elektro-Top 4. Ihr hört schon, ich bin heute leider wieder alleine, da Steve derzeit wieder verhindert ist. Deswegen nicht wundern, das mache ich jetzt erstmal wieder by myself. Ummel hat dabei ein Rabigator, Brutalander, Kyurem, Stalos, Hutsasa und Florges. Und was soll man dazu sagen? Sehr, sehr starke Pokémon und gerade natürlich auch gegen die Elektro-Pokémon hier wirklich sehr, sehr viele extrem gute Antworten parat. Zu Rabigato muss man nichts sagen. Das Ding wird mit Erdbeben einfach massivst Schaden drücken. Wir wissen, dass es kein Bedroher hat, sondern Hochmut. Das heißt also, ja, wenn Rabigator einmal zum Zug kommt, dann könnte das ganz schnell schon das Aus sein für die Elektro-Pokémon. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich ihn nicht, ja, dazu kommen lasse, sich hier so hart zu boosten. Brutalander hat ebenfalls das Erdbeben. Wir haben noch nicht alle Moves gesehen von Brutalander, also wir wissen nicht, ob es vielleicht sogar einen Boosting-Move hat. Also im Zweifelsfall natürlich dann Drachentanz. Allerdings, ja, selbst ohne Erdbeben wird Schaden machen. Und ja, die Elektro-Attacken, dank des Flugtyps treffen sie zwar neutral, aber der gute natürliche Bulk, den Brutalander dann mitnehmen, sollte ihm auch auf jeden Fall helfen, gut standzuhalten. Kyurem, haben wir ja schon gesagt, ist eigentlich von Ummels Team ein Must-Pick, kann in jede Arena rein. Die Elektro-Attacken werden hier resistiert generell, also die Step-Attacken, an die brauche ich eigentlich gar nicht zu denken. Kyurem super schnell, drückt viel Schaden, setzt vor allem das Zapdos unter Druck, weil Zapdos ist hier ein Pokémon, welches auf den ersten Blick wahrscheinlich das stärkste wird gegen Ummels Team, weil es relativ viel aushält und auch Rabigator zum Beispiel da nicht allzu viel machen kann, wenn das noch nicht geboostet ist. Selbst mit Gesteinsattacken. Und das ist der große Vorteil, den ich hier irgendwie ausnutzen muss. Deswegen hat aber umso besser Kyurem dabei, gerade halt eben in erster Linie gut gegen Zapdos. Natürlich auch gut gegen die anderen Pokémon. Aber dass es gut gegen Zapdos ist, ist, denke ich, das Wichtigste und das größte Plus hier an Kyurem. Dann haben wir noch Stalos.
Starlauf natürlich Virabigator vom Typ Boden, das heißt, die Elektroattacken kann ich da getrost vergessen. Und ja, Starlos ich glaube, er braucht es gar nicht so super dringend tatsächlich. Ist eher ein kleiner Filler an dieser Stelle, aber warum nicht? Weil ne, je mehr Resistenzen er dabei hat, desto besser. Hutsasa mit der Offensivweste, auch das wird eine Bestie, die kaum wegzubekommen wird. Wir wissen zwar, dadurch, dass es die Offensivweste trägt, hat er natürlich keine Pitch-Spore dabei. Muss sich da bei der Recovery auf Gigasauger und Belebekraft verlassen, was natürlich auch durchaus ausreicht, aber es ist schon mal gut, er hat die Utility nicht, dass er uns einschläfern kann. Aber die Frage ist, braucht er das überhaupt? Weil, wie schon gesagt, die meisten dieser Pokémon hier sind speziell. Wir haben zwei physische Pokémon dabei und ja, die speziellen Pokémon werden bei Hutsasa sowieso nicht allzu viel machen können. Rotom hat den Hitzekoller natürlich, da muss er ein bisschen aufpassen, aber was heißt aufpassen? Dank der Offensivfeste wird selbst der Move wahrscheinlich kaum Schaden drücken. Und zu guter Letzt im Lead haben wir das Floorgas und ja, auch hier der Bulk ist auf jeden Fall da. Die meisten Pokémon sind speziell und selbst die physischen Pokémon, ja, sind nicht die stärksten ihrer Kategorie. Bei Elevoltek, da wissen wir das ja schon, da haben wir ja bei Jan oft genug darüber geredet, dass Elevoltek so ein bisschen das Pokémon ist, was alles ganz gut kann, aber nicht so richtig extrem gut. Und ja, genau das wird er sich hier gut zunutze machen können mit Floorgas. Vor allem, da wir auch bei Floorgas noch nicht alle Moves gesehen haben bisher. Er spielt ja auch seinen Suicune ohne Recovery, sofern ich das richtig in Erinnerung habe. Beziehungsweise, ja, wir wissen es noch nicht, ehrlich gesagt. Aber man darf es vermuten, da er bisher nichts in der Richtung eingesetzt hat, obwohl es manchmal sinnvoll gewesen wäre, hätte er so einen Move drauf gehabt. Bei Floorgas gleiches könnte natürlich potenziell Wunschtraum haben. Wir werden es sicherlich bald erfahren. Und ja, Leute, ich würde sagen, genug analysiert. Wir gehen ab in den Kampf. Voltula gegen Floorgas. Ich dachte mir, einen großen Vorteil habe ich, wenn ich das Klebenetz rausbekomme. Und ja, ich habe es ja eben noch gesagt, wir haben noch nicht alle Moves auf Floorgas gesehen. Und da ist Magiemantel. Sehr, sehr schön gemacht von Omi hier. Da hat er einfach das Klebenetz zurückreflektiert. Magiemantel kennen wahrscheinlich viele gar nicht von euch. Es ist lange Zeit der Signature-Move von Spoink und Groink gewesen, aber ein paar Pokémon Floorgas zum Beispiel hat jetzt auch Zugriff darauf. Allerdings auf der anderen Seite dachte ich mir, gut, es ist ja nicht so wie Bodyguard, dass es für 5 Runden gilt. Deswegen mache ich einfach nochmal Klebenetz und ja, im Endeffekt, wir haben jetzt halt beide ein Klebenetz liegen. Das Gute ist, zwei meiner Pokémon, Rotom und Zapdos, werden nicht davon betroffen. Bei ihm ist es natürlich Brutalander, welches vom Klebenetz ignoriert wird. Deswegen ein Tausch, den ich hier gerne in Kauf genommen habe. So, da haben wir nochmal einen Donner und das war ein Crit, das hat einfach so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Aber das hat das große Problem. Floorgas hier einer meiner größten Dornen im Auge, ganz ehrlich. Ich habe jetzt hier auch Voltula down gehen lassen, weil ich wollte meine physischen Pokémon nicht schwächen, weil Mondgewalt macht trotzdem ganz schön viel Schaden. Und da kann ich mir halt nicht viele Switch-ins erlauben, vor allem, weil ich es mir noch gut... Ich brauche die Pokémon noch möglichst voll. Weil gerade da ich relativ wenig physische Power auf meiner Seite hier habe und Luxtra so ein Pokémon ist, was eventuell, also es kann gegen einige was machen, aber halt, ja, nur gegen, nicht gegen alle diese Pokémon im Sinne von, es ist halt zu langsam, das ist das große Problem. Aber so habe ich einen Stromschlag gemacht, den hat er natürlich dann sehr gut abgefangen mit seinem Rabigator. Und da switche ich auch direkt mal raus auf mein Zapdos. Und ich dachte mir nämlich so, gut, wenn er jetzt Steinkante macht, womit ich stark gerechnet habe, ist nicht schlimm, weil er ist langsamer, ich bin nicht langsamer durch das Klebenetz, weil ich fliege ja. Deswegen kann ich mich ganz easy einfach gegenheilen. Er hat den Leben-Orb drauf, das heißt, das wird er hier nicht riskieren, diesen Kampf, da er den auf lange Dauer auf jeden Fall verlieren würde. Außer es ist ein Steiner gecrittert, das kann natürlich immer kommen, aber das sieht Ummel jetzt auch und da schickt er sein Rabigator zurück und geht direkt in sein Kyurem. Die beste Wahl, wie ich ja eben schon in der Analyse gesagt habe, gegen Zapdos, weil Zapdos macht da nicht allzu viel. Und ja, hoher Ort kommt von meiner Seite aus, damit ich Zapdos wieder möglichst voll habe und jetzt habe ich halt überlegt, was mache ich? Greife ich nochmal an, weil die Sache ist, Kyurem killt mit Eisstrahl ganz knapp nicht. Ich glaube, das macht maximal 99% oder so. Und da ich sowieso schneller bin als die meisten Pokémon von ihm, da das Klebenetz liegt, dachte ich mir, ich riskiere das jetzt mal und greife mit Zapdos nochmal an. Wie schon gesagt, dass ich das überlebe, war klar. Also ohne irgendwelche weiteren Einflüsse. Da kriege ich sogar tatsächlich den Hitzewellen-Burn. Sehr unlucky für Ummel an dieser Stelle, denn jetzt
hat er einen kleinen Counter auf seinem gefährlichsten Pokémon drauf. Okay, Zapdos ist fast down, aber ich wollte es nicht ganz down gehen lassen, weil, wie schon gesagt, Zapdos ist ja eigentlich das wichtigste Pokémon auf meiner Seite, war auch gerade sehr riskant, als ich an dieser Stelle das riskiert habe, aber das Ding ist wieder, ich kann nichts rein switchen in einen Kyurem, weil das Ding drückt Damage ohne Ende. Es ist gelockt auf den Eisstrahl. Ich gehe zu Ampharos, weil da überlebe ich auf jeden Fall zwei Eissträhle und nur der dritte würde mich dann besiegen. Jetzt habe ich wieder überlegt, welche Attacke setze ich ein? Setze ich meine Elektroattacke ein oder gehe ich auf die Drachenattacke? Ich bin hier auf den Drachenpuls gegangen, einfach damit er, falls er es riskiert, sein Kyurem verliert. Aber Ummel, safe wie immer, geht zu seinem Florges. Und die ich kann es mir eigentlich nicht leisten, auf die Elektroattacke zu gehen. So, jetzt hier muss ich leider sagen, diese Attacke habe ich einfach nur gemacht, weil ich es euch zeigen wollte. Das ist das letzte Mal, dass wir die Elektro-Arena sehen wahrscheinlich, also im Kampf hier gegen Ummel. Und da dachte ich mir, jetzt oder nie, also go Elektro-Feld. Nicht, dass es was bringen würde, aber es war einfach ein kleiner Showcase, kann man ja mal machen, ne? Außerdem wollte ich auch hier wieder nicht in ein anderes Pokémon reinwechseln, um da Schaden zu fressen. Deswegen lasse ich lieber Ampharos down gehen. Und ich hätte keinen Move gehabt, der Florges Schaden zufügt. Ich wollte nicht Voltwechsel machen, weil hätte ich ja switchen müssen, dann... Drachenpuls ging sowieso nicht, Fokusstoß macht keinen Schaden, also einfach Elektrofeld, nur um euch diese Attacke zu zeigen. So, dann gehen wir zurück auf Zapdos und da habe ich natürlich schon dann entsprechend auch den Ruheort geklickt und kann mich jetzt hier erstmal wieder ein bisschen hochboosten. Er wechselt sein Kyurem, was natürlich auch erstmal wieder Burn-Schaden bekommen hat und ich heile mich wieder ein bisschen mit den Überresten und schon ist Zapdos quasi wieder fit und ich habe immer noch das größte Problem trotzdem, dass ich dieses Kyurem umspielen muss. Da schicke ich jetzt auch als nächstes mein Rotom rein, weil die anderen Pokémon wollte ich tatsächlich sogar lieber behalten. Gerade Elevoltex ist auch so ein Pokémon, was durch seine Geschwindigkeit, ich meine, klar, Klebenetz liegt, aber es liegt bei ihm ja genauso und bis auf Kyurem sind viele seine Pokémon nicht so schnell unterwegs. Brutalanda hat natürlich noch eine gute Geschwindigkeit, Base von 100, ne? Aber gerade beim Rest und auch Rabigato wird halt outspeedet von Illewoltek und das ist etwas, was ich mir gut zunutze machen kann, denn ich habe ja den Kreuzhieb drauf. So, Hitzekoller kommt und brutzelt erstmal den Pilz. Und der macht auch ganz guten Schaden tatsächlich, trotz der Offensivfeste. Wird natürlich jetzt bei einem zweiten Mal nicht mehr reichen, da verschwindet auch das unnötige Elektrofeld. Wie gesagt, ich wusste ja, dass er nicht Pilzspore hat, aber ich wollte es einfach zeigen. So, da kommt aber der Hitzekoller. Was ich natürlich an dieser Stelle jetzt sehr genossen habe, ist, dass das Hutzlaster so gut wie down ist. Und das war etwas, was immer gut ist. Man will einfach, kennt ihr doch bestimmt, ne? Wenn man gegen Hutzlaster kämpft, man denkt sich so, wenn das viel weg ist, habe ich eine gute Zeit. Und jetzt kommt auch Elevoltek und ich glaube wirklich, dass Elevoltek hier tatsächlich wirklich einiges reißen kann, je nachdem wie Ummel sich verhält entsprechend. Hier kommt mein Erdbeben, das wird auch auf jeden Fall ausreichen, um Hutzasa rauszunehmen. Tja, er hat halt immer noch seinen Kyurem und das könnte potenziell einfach auf einen Dracometeor gehen, aber er geht ja tatsächlich in sein Rabigator. Weiß ich ehrlich gesagt nicht warum. Vielleicht hat er nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich einen Kreuzhieb habe und einen Eishieb hätte er eventuell überlebt. Das kann sehr gut sein. Vielleicht war das der Gedanke. Aber ich glaube, Kreuzhieb ist tatsächlich gar nicht so wirklich der häufigste Move, den man auf Elevoltek spielt. Aber ja, da konnte ich Rabigator rausnehmen. So, und hier habe ich jetzt überlegt. Ich habe noch nicht gesehen bisher, dass er Erdbeben eingesetzt hat auf Stalos. Wir haben bisher nur Rambos gesehen und Toxin war es, glaube ich. Und da dachte ich mir, jetzt probiere ich es einfach nochmal mit dem Magnetflug, falls er Erdbeben macht, um mir noch eine extra Runde zu generieren. Und ich dachte mir in dem Moment, ja, ich probiere das einfach mal und setze hier zum Magnetflug an, damit da sein Erdbeben, welches eventuell kommen könnte, abgefangen wird. So, da kommt aber direkt der Rambos, das heißt, eventuell hat er das vermutet, was mich allerdings stark wundern würde, weil Magnetflug Elevoltek ist jetzt nicht wirklich die Meta, das ist eigentlich ziemlich absurd. Oder er hat vielleicht doch gar kein Erdbeben, das kann ja auch sein. Wie gesagt, wir haben kaum welche Moves gesehen, das war auch ein Crit, der hat mich schon gewundert, warum das so mega viel Schaden gemacht hat tatsächlich. Aber hier kommt der zweite Rambos und der kann Elevoltek dann auch rausnehmen. Aber ich bin sehr zufrieden, Elevoltek hat zwei Pokémon besiegt und Stalos stark angeknackst, also gute Arbeit hier von unserem... Tja, auf was basiert Elevoltek? Ist das irgendeine Affenart? Ich habe keine Ahnung, von Elevoltek jedenfalls. Okay, Zapdos ist wieder da und für mich war es hier super wichtig, ich musste voll bleiben mit Zapdos, möglichst voll, damit ich eben den Eisstrahl im Notfall überleben kann. Und wie gesagt, maximal 99% Schaden, wenn er die beste Roll mit Eisstrahl kriegt.
Und das ist halt das Ding, weil wenn ich Stalos jetzt einfach besiege, kommt Kyurem rein und dann war es das quasi. Deswegen habe ich jetzt hier überlegt, was könnte ich noch machen. Aber da er einfach weiter angreift, was sollte er auch sonst tun und damit doch relativ guten Schaden verursacht. Für die Verhältnisse, dass es ein defensives Zapdos ist, dachte ich mir, gut, dann probiere ich es anders. Ich nehme jetzt das Stalos raus mit der Hitzewelle, krieg nochmal einen kleinen Boost von den Überresten und ja, das ist halt das Ding. Ich könnte jetzt, wenn er eine relativ schlechte Roll kriegt, könnte ich den Eisstrahl überleben. Allerdings will ich das riskieren, weil Zapdos brauche ich auf jeden Fall noch für Brutalanda. Und Florges ist ja auch noch da. So, und deswegen schicke ich jetzt hier erstmal mein Luxtra rein, um es zu opfern, weil ich weiß, dass Luxtra Angriffe überleben sollte, außer ein Dracometeor. Aber wenn er Dracometeor macht, ist das gut für mich, weil dann ist sein Angriff halbiert und dann macht der Zapdos auch nicht mehr wirklich viel Schaden. Doch der Eisstrahl, da sehen wir es hier, der macht auch guten Damage. Ich überlebe das. Allerdings wird die Verbrennung ihn im nächsten Zug downnehmen und darauf habe ich dann hier gespielt, um Luxtra down gehen zu lassen. Also die Verbrennung, es war mega glücklich, dass ich die da bekommen habe, weil ansonsten wäre dieses Kyurem noch ein wesentlich größeres Problem gewesen. Jetzt hat er noch Florges und er hat seinen Brutalanda. Und ja, jetzt geht es halt drum. Was sind die letzten Moves von Florges? Hat er Wunschstrom oder hat er nicht? Wenn er es nicht hat, sieht das nämlich extrem gut für mich aus. Wenn er es allerdings hat, dann wird es hier echt nochmal sehr, sehr kritisch. Ja, dann geht es nämlich ans AP-Stallen. So, erstmal da sinkt wieder Kleeblitz, kommt. Donnerblitz. Ich treffe, macht natürlich so gut wie gar keinen Schaden. Es ist ein Florges, Leute. Es ist kein Geheimnis hier. Und er hat tatsächlich als letzten Move, ist natürlich abzusehen gewesen, weil wir haben ja, glaube ich, auch das Schutzschild gesehen. Hat natürlich den Wunschstrom drauf. Hätte mich auch schwerst gewundert, aber man darf ja doch träumen, oder? So, und jetzt, ja. Jetzt haben wir halt ein Problem, weil wir machen kaum Schaden hier. Die Paralyse wird da auch nicht mehr allzu viel bringen, weil wir bräuchten, keine Ahnung, wie viele Donnerblitz. Vor allem hat er noch die Prunusbeere, wie wir gerade gesehen haben. So, und er greift mit Mondgewalt an, was natürlich auch nicht den größten Schaden drückt, aber es ist in Ordnung. Aber er kann mit Mondgewalt auch den Spezialangriffsdrop bekommen. Und das wäre umso kontraproduktiver für mich. So, deswegen, ich habe jetzt mal ein bisschen vorgespult, Leute, weil ihr seht schon hier, da kommt es zu einem Stall-Battle zwischen den beiden Pokémon. Und ja, ich habe das Spiel mal mitgespielt, weil ich musste schauen, habe ich irgendwie noch eine Chance, das rumzureißen? Kann ich das gewinnen, dieses Stall-Battle? Weil ich habe ja immerhin Erzwinger, das heißt, der kann nicht so oft Mondgewalt machen, weil er 2 AP pro Mondgewalteinsatz verbraucht. Ich habe allerdings leider eine ganz dramatische Sache bemerkt. Ich habe aus irgendwelchen Gründen die AP vergessen zu maximieren bei meinem Zapdos. Das heißt also, ich habe keine 16 Ruheorte, sondern nur 10. Habe auch nicht genug Donnerblitze und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe dann hier auch realisiert, na gut, das hat keinen Sinn, hier weiter zu stallen. Auf kurz oder lang. Also ich hätte jetzt noch weitermachen können. Ich hatte noch ein paar Ruheorte, aber ich habe Zapdos dann einfach down gehen lassen, weil, ganz ehrlich, am Ende des Tages hätte es nichts an der Situation geändert. Er hatte noch irgendwie 9 Wunschsträume. Er hatte zwar keine Mondgewalt mehr, allerdings noch genug Wunschsträume und ich hatte halt keinen Schaden gemacht und er hätte noch mit Schutzschild stallen können. Er hatte noch den Magiemantel die ganze Zeit benutzen können. Also ja, das wäre auf kurz oder lang so oder so an Florges gegangen. Deswegen habe mich dazu entschieden und ja, das war der Auftakt Ubbels in der Top 4. Schöner Kampf, teilweise ein bisschen unlucky für Ummel. Auf jeden Fall der Burn auf Kyurem war sehr, sehr ärgerlich. Aber gut, es ist ja trotzdem noch alles gut ausgegangen, weil, wie schon gesagt, Ummels Team ist so stark aufgebaut, gerade gegen die Elektro-Pokémon hier, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe. Da hat das tatsächlich eigentlich fast keine Auswirkung gehabt. Also, passt schon. Gut, Ummel holt sich seinen ersten Sieg gegen die Scott, Leute. Und wir sehen ihn gleich im nächsten Kampf. Mal gucken, was er sich ausgesucht hat. Kampf Nummer 2 gegen Geister Top 4 Jonathan. Wir sehen hier wieder einen starken defensiven Kern, den wir von Ummel bereits gewohnt sind mit Florges, Suicune und Marmolida. Um das Ganze abzurunden, noch die Offensive mit Ravigator, Kyurem und Brutalanda. Sieht wieder mal sehr, sehr stark aus. Gerade Ravigator ein Pokémon, was ja extrem punkten wird einfach. Wie bereits gesagt, es hat Hochmut und hier wird es noch besser zur Geltung kommen als in der Elektro-Arena, meiner Meinung nach einfach. Weil die Unlichtattacken natürlich allem sehr viel Schaden machen, logischerweise. Das meiste wahrscheinlich sogar One-Hitten werden. Aber eine große Sache, die Ravigator natürlich noch hat, ist Verfolgung. Sofern er ist im Set dabei, das wissen wir nach wie vor nicht, aber es wäre nicht allzu überraschend, weil Verfolgung auf Ravigator nicht wirklich selten ist. Und wenn er dann erstmal dazu kommt, sich zu boosten, dann gibt es nicht mehr allzu viele Pokémon, die wirklich was gegen Ravigator machen können. Scalabra natürlich wird schneller sein. Duokles, Doublade, die Vorform von Durengard, ich glaube Duokles war der Name.
Hat natürlich einen guten physischen Bulk, extrem stark mit Evolit. Das heißt, der wird auf jeden Fall auch was tanken und kann mit der Sancto-Klinge zurückschlagen. Und ich habe auch die Burleo-Beere, heißt sie, glaube ich, die Anti-Unlicht-Beere auf Golgantis drauf. Und da werde ich dann den Aplatit machen können. Also, die Pokémon, die Geister-Pokémon können sich definitiv wehren, aber sofern er dazu kommt, sich einmal zu boosten, wird es schon deutlich gefährlicher, logischerweise. Dann haben wir noch Florges, gute Verteidigung, was soll man sagen. Dukles, die beste Antwort dagegen mit Eisenschädel. Aber auch beim Rest hier, ja, die können da nicht wirklich viel gegen machen. Ich meine, ich habe ja noch physische Pokémon mit Golgantis und Mega Banette, aber selbst die machen nicht den größten Schaden auf Florges. Und deswegen, das ist ja das krasse, Florges, ich meine, er spielt es ja auch, voll in die physische Defensive, wie man es standardgemäß halt normalerweise auch tut. Und genau deswegen, also so ein Erdbeben von Golgantis macht vielleicht mit Glück über die Hälfte ungefähr, wenn man eine gute Roll erwischt, aber das ist halt auch nicht unbedingt gegeben. Dann haben wir Suicune noch. Suicune hatte ich gar nicht so große Angst vor, weil solange ich Apoqualypse habe, kann Suicune eigentlich fast nichts machen. Das gleiche gilt auch für Marmolida. Und ihr seht auch schon, deswegen Apoqualypse auf jeden Fall, das würde ich sagen, mit Skelabra zusammen das wichtigste Pokémon auf meiner Seite. Dunkler ist natürlich auch wichtig für Florges, aber Florges kann man zu nur noch anders wegkriegen, weil er hat zwar Recovery, er hat aber nichts, um seine Statusveränderung wegzumachen. Und ich habe Toxin auf meinem Apoqualypse und da gerade Pokémon wie Marmolida und Suicune nicht wirklich was machen können gegen Apoqualypse, werden die nach und nach dann dahin gerichtet von Toxin. Dukles, wie bereits gesagt, ist ein bisschen so, wie ich es mit Luxra gesagt habe im ersten Kampf. Es ist, kann gegen einige was machen, ja potenziell, gegen Rabigato, gegen Florges, gegen Kyurem. Die könnte es potenziell alle one-hitten, denke ich mal. Das Problem ist aber nur eins davon, weil von dem Pokémon würde es dann so viel Schaden kriegen, dass ein anderes einfach reinkommen würde und dann wäre es auch weg. Wir haben vor allen Dingen von Kyurem noch nicht alle Attacken gesehen. Es könnte noch Erdkräfte sein, das wissen wir nicht. Wir haben nur Drachenpuls, Dracometeer und Eisstrahl gesehen. Man darf also abwarten. Ja, und Marmolida natürlich, wie schon gesagt, der defensive Kern einfach. Das Ding wird Wunschräume weitergeben, um sich dann da halt eben entsprechend die Heilung zu holen, die es auf andere Pokémon, die es ja einfach nicht gibt. Aber trotzdem, Marmolida, wie gesagt, muss aufpassen vor Apoqualypse und vor Skelabra, weil ich glaube, Seins tatsächlich voll in die physische Defensive investiert. Also, es hat auf jeden Fall von speziellen Attacken immer massivst viel Schaden bekommen und da müssen wir irgendwie gucken, dass wir das Marmolida früh rausbekommen, damit es ja nicht allzu sehr Schaden anrichtet, indem es sie hochheilt. Ja, und zu guter Letzt Brutalanda, von dem wir nach wie vor nicht wissen, ob es Drachentanz fährt oder nicht. Wir wissen nur, dass das ebenfalls kein Bedroher hat, also wird es auch mit Hochmut ausgestattet sein. Er hat zwei Hochmut-Pokémon, die beide potenziell sweepen können, wenn sie dazu kommen, einen Kill zu machen. Und das ist halt die große Stärke in dieser Aufstellung jetzt hier gerade gegen die Geister-Pokémon. Ich habe potenziell gegen alle Pokémon gute Antworten von ihm. Die Sache ist nur, werde ich das so umspielen können, dass ich die auch alle effektiv einsetzen kann? Und das, liebe Leute, werden wir gleich sehen. Skelabra und Brutalanda machen den Anfang und damit Skelabra, wie ich schon in der Teamanalyse eben sagte, sehr, sehr wichtig ist, eines meiner wichtigsten Pokémon, ziehe ich es auch recht zurück und diesmal werde ich es auch nicht so leichtfertig opfern wie im Kampf gegen Paul, was mir da ja ziemlich das Match verdorben hat. Ich schicke mein Krypok rein, weil auf Krypok kann ich noch am ehesten verzichten hier in meinem Team. Es hat zwar auch einen recht guten Bulk, aber die einzige Form der Recovery ist der Leitheiler, der natürlich nicht sehr zuverlässig ist. Und ja, hier kommt ein Irrlicht, der wechselt raus. Ich hätte gehofft, dass er da vielleicht drin bleibt, damit ich das Brutalanda ein bisschen entschärfen kann. Aber er geht auf sein Florges, was natürlich nach wie vor die Prunungsbeere trägt. Und da geht die Verbrennung gleich dahin. So, ich muss aber Krypok jetzt hier unnötig opfern. Und deswegen kann ich jetzt hier relativ sicher mein Duokless reinbringen, weil das kriegt nicht wirklich viel Schaden durch eine Mondgewalt. Es ist halt auf der speziellen Seite nicht ansatzweise so gut wie auf der physischen Seite, von der Defensive her, also vom Angriff natürlich auch, aber jetzt speziell ist die Defensive relevant gewesen. Das heißt also, die Mondgewalt macht trotzdem noch ganz okay Schaden, so möchte ich es mal sagen. Aber er möchte jetzt ja auch seinen Florges gar nicht riskieren, geht in seinen Suicune, fängt den Eisenschädel damit natürlich easy ab, ohne große Probleme. Und ja, der Beulenhelm ist da nochmal drauf und da kriege ich natürlich immer gut Schaden und Dukles hat jetzt schon mehr KP verloren als geplant, einfach wegen, weil ich da den Beulenhelm wieder ausgeblendet habe.
So, aber ich gehe auf Apokolyp und er hat tatsächlich das Gedankengut Suicune. Jetzt ist die große Frage, hat er noch Erholung drauf als letzten Move? Weil das wäre nicht sehr schön für uns. Allerdings nach wie vor, er kann sich jetzt hier boosten. Apokolyp, die beste Antwort, weil er kann nicht Siedewasser machen. Eisstrahl wird auch mit dem Boost so gut wie gar keinen Schaden machen. Ich gehe auf Toxin und bete an dieser Stelle einfach, dass er wirklich keine Erholung fährt. Weil das würde dieses Suicune enorm entschärfen. Ich meine, wie schon gesagt, in der Vergangenheit kam er einige Male dazu, es einzusetzen, hat es aber nicht getan. Und jetzt sehen wir, warum. Er hat wirklich keinen Recovery Move drauf. Er benutzt die Standpauke, senkt meinen Spezialangriff, was mir aber herzlich egal an dieser Stelle ist, da ich sowieso nicht vorhatte, ihn mit Angriffen zu besiegen. In Apokolyps größte, also die größte Gefahr, die von Apokolyp für Umwelts Team hier ausgeht, dass es durch seine bloße Existenz und wenn es Gegner toxinisiert, ihn langsam aber sicher besiegen kann. Wir sehen es hier, er hat zweimal Gedankengut drin, macht Standpoker natürlich, der Move nicht allzu stark, aber es macht halt fast keinen Damage. Er kann sich jetzt gerade auch nicht weiter boosten, um den Schaden eventuell auszubauen. Ich habe Genesung, ich habe auch immer noch die Überreste drauf und Toxin, ja, macht so langsam, was Toxin nun mal so tut. Ich könnte natürlich dazu noch angreifen, um das Ganze zu beschleunigen. Allerdings Siedewasser, ich habe einen verringerten Spezialangriff von minus 2 jetzt gerade und das kann ich mir dann noch sparen. Dann nutze ich lieber die Gelegenheit, mich wieder zu heilen mit Genesung und ja, aber hier kommt jetzt, was ich eben schon sagte, Rabigator und hat das Ding jetzt Verfolgung oder nicht? Und ich war mir eigentlich sicher, dass es Verfolgung hat, ich bin trotzdem rausgewachselt, weil ein Siedewasser hätte vielleicht nicht gereicht und der Burn wäre nicht gekommen und so weiter und so fort. Deswegen ging ich davon aus, dass er seine stärkere und nicht Attacke macht und das ist der Knirscher, wie wir ihn hier sehen. Und ja, Apokolyp muss ich mir auf jeden Fall aufsparen. Er verliert noch ein paar KP dank seines Lebenhaupts. Ich kann nochmal Tiefschlag mit Kruppuck rausholen. Natürlich kriegt Rabigator dann gleich den Hochmut-Boost. Allerdings ist er ja schon mal. Der setzt hier auch Verfolgung ein. Ich war sehr glücklich, dass er mir diese Attacke gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob er da dachte, dass ich vielleicht auswechsel, aber sei es drum, Hochmut kommt und Schafszahn kriegt seinen Boost. Aber das ist vollkommen egal, weil ich habe ja Skelabra, mit dem ich das auf jeden Fall rausscannen kann. Und ich bin in Risikoeingang und bin auf Feuersturm gegangen, weil es, falls Kyurem kommt, ihm auf jeden Fall deutlich mehr Schaden macht als Energieball. Und Kyurem Schaden zu machen, ist etwas, was ich immer gerne machen möchte, auf jeden Fall. Und Gott sei Dank kam tatsächlich noch Kyurem, Feuersturm kommt, trifft und macht sehr, sehr guten Schaden hier, über die Hälfte. Ich muss natürlich jetzt hier wieder rausswitchen, weil ich weiß nicht, ob er Erdkräfte hat, wie bereits gesagt, und ich möchte Skelabra nicht riskieren an dieser Stelle. Gehe deswegen wieder auf mein Apokolyp, was hier immer ein Safe-Switch ist, weil Dracometeor ist das Stärkste, was er machen kann. Und ihr seht, Apokolyp steht da und ihn juckt das einfach kaum. Also kaum, er hat ihm die Hälfte abgezogen, das ist schon viel. Aber wenn man denkt, dass er jetzt seinen Spezialangriff verwirrt hat und das wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist es seine stärkste Attacke, die er gegen Apokolyp machen kann, bin ich hier immer noch mit dem Pokémon in einer guten Position, kann jetzt hier wechseln und auch sofort wieder auf die Genesung klicken, damit Apokolyp wieder vollkommt. Das heißt also, Ummel muss jetzt irgendwie probieren, dass er das Apokolyp rausbekommt, weil das hier wirklich, man sieht es ja, viele seiner Pokémon können nicht viel gegen Apokolyp machen. Er benutzt den Abschlag, um meine Überreste wegzuhauen. Da wehrt er das Toxin ab und ja, das Gute für ihn ist natürlich, dass jetzt ein bisschen extra Recovery fehlt und die Überreste sind schon recht wichtig auf Apokolyp. Das war ein bisschen traurig an dieser Stelle. Ich wollte allerdings trotzdem nicht rauswechseln, weil ich dachte, darauf kann ich noch verzichten und mir ist es wichtiger, dass ich dieses Pokémon hier toxinisiert bekomme, weil wir auch bisher nicht gesehen haben, dass er da Status-Moves entfernen kann. Und er benutzt den Wunschraum, um sein Suicune wieder hochzuheilen. Das war okay, weil Suicune ist zwar jetzt wieder voll, aber Suicune kann halt nach wie vor nichts machen, um Apokolyp hier am Ende zu besiegen. Ich bin auch direkt wieder auf die Genesung gegangen, weil wir haben eine ähnliche Situation wie mit Zapdos im ersten Kampf tatsächlich. Ich kann einen Knirscher überleben von Rabigator, also relativ gut sogar, aber ich muss halt schon gucken, dass ich dabei auch noch gut volle KP habe. Weil sonst könnte das Ganze kritisch werden. Ich gehe auch direkt auf den Verhöhner, dass er nicht dazu kommt, hier irgendwie sich weiter hoch zu boosten. Oder ja, also dass er Gedankengut, ja, das ist ja sein einziger Status-Move, den er auf Suicune drauf hat. Er wechselt hier auch zurück und geht in sein Florges. So, und bei Florges, ich habe jetzt einfach mal angegriffen, um dem Suicune ein bisschen extra Schaden zu machen.
Jeder hätte nicht viel gemacht, aber naja, kann man ja was machen. So hier kriegt er leider, muss ich sagen, die Verbrennung. Ich wollte eigentlich das Florgas auch noch toxinisieren, weil Toxin einfach so viel besser ist auf solche stallastigen Pokémon wie Florgas. Allerdings hätte ich natürlich vor dem Magiemantel aufpassen müssen und ich glaube, ich wäre gar nicht dazu gekommen, hier wirklich Toxin zu machen. Er hat ja meinen Verhöhner auch reflected. Das war okay, ich muss jetzt hier rauswechseln, weil dann kann ich natürlich nicht mehr allzu viel machen. Er hätte auch Siedewasser machen können. Also wahrscheinlich, wenn mein Apokalyp mit Toxin vergiftet worden wäre, dann hätte ich ein großes Problem gehabt, weil diesen Timer kann ich gar nicht gebrauchen auf Apokalyp, weil ich es eben immer möglichst fit halten muss. So, hier kommen meine Schwerter zurück, damit die auch nochmal ein Eins haben. Das meiste hat ja bisher, die meiste Screentime hat ja eindeutig Apokalyp gehabt bisher. So, ich schicke jetzt hier, wie gesagt, die Schwerter rein und gehe einfach mal für den Schwertans, weil ich kann mit dem Pokémon zwar Florgas unter Druck setzen, ja, aber habe ich als nicht so wichtig gesehen, weil wie bereits gesagt, Florgas, da habe ich noch andere Möglichkeiten, es rauszubekommen. Golgantis macht zwar nicht den größten Schaden, aber wird auf jeden Fall reichen, dass er sich da nicht gegen healen kann, vor allem wenn er da angeschlagen ist. So, auf dem Ballname kriegt er natürlich ein bisschen Schaden jetzt hier mit Schwertans. Der Schattenstoß macht natürlich kaum Schaden. Ich bin trotzdem nicht für die Sanctoklinge gemacht. Die Sanctoklinge hätte ein bisschen mehr Damage gemacht, allerdings wäre schneller gewesen und ich wollte auf jeden Fall noch einen Angriff rausbekommen. Deswegen bin ich lieber so gefahren. Suicune wieder in einer guten Range für Skelabra. Und ich greife mit dem Spukball an, in der Hoffnung, falls er eventuell rausswitcht, weil er seinen Suicune behalten möchte, er bleibt hier leider drin und der Spukball macht nicht wirklich guten Schaden. Siedewasser reicht nicht aus, das wusste ich aber, das reicht, dass es 100% nicht ausreicht. Und Skelabra hat damit viel KP verloren. Wäre natürlich schön gewesen an meiner Stelle, wenn das Suicune einfach besiegt worden wäre oder hätte er geswitcht. Allerdings, trotzdem ist das nicht das Dramatischste, weil Skelabra ist es ja immer noch schneller als alles andere und das ist halt immer noch das Gute daran. Das Problem ist natürlich, dass Kyurem ist jetzt, dass es jetzt in einer Range ist, in der Kyurem es relativ problemlos besiegen kann. Das heißt also, für Kyurem habe ich jetzt hier nur noch mein Apokalyp. Ummel geht auch einfach auf Drachenpuls, der macht aber nicht wirklich guten Schaden hier. Also es ist auf jeden Fall nur ein 3-Hit-KO, auch ohne die Überreste auf meiner Seite. Also ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht hat er ein bisschen auf den Crit gehofft oder einfach generell, um mir die Genesung auszusäulen, glaube ich schon eher tatsächlich, dass er... Weil er hat ja relativ früh schon bemerkt, dass Apokalyp ihn unglaublich viele Probleme macht. Gerade mit diesem Moveset, das ich hier spiele, durch das Toxin geht das halt durch seinen ganzen defensiven Kern auf Dauer, wenn er da nicht mit Offensiven zurückschlägt. Deswegen vermute ich stark, dass er hier meine Genesung ausstollen wollte, dass er immer wieder angreift und wer weiß, kann ja durchaus sein, dass da mal ein Crit dabei ist. So, ich befinde mich jetzt allerdings wieder in einer sehr, sehr guten KP-Range und na, auf lang werde ich das natürlich so nicht gewinnen. Deswegen greife ich hier zu Toxin, damit auch Kyurem jetzt hier vergiftet ist, also poison them all. Und ja, da ist der Counter auf Kyurem drauf und es wird da nicht mehr viel machen können. Da kommt dann meine Drachenpuls, der wird erneut nicht ausreichen, wenn nichts mit dazu spielt. Sehen wir hier, ist zwar knapp, aber das war eine Sache, die ich riskieren musste. Und er wird jetzt hier auch weiter auf Drachenpuls gehen. Er hat ja auch keine andere Wahl, er ist ja mit dem Wahlschal drauf gelockt, also viel wird Kyurem da nicht mehr machen können. Muss ich kurz einen Schluck trinken, Leute, sorry. Wenn ich alleine kommentiere, dann rede ich natürlich immer viel mehr und mein Hals ist gerade ein bisschen trocken, weil die Kämpfe so lang sind. So, aber jetzt bin ich ja voll da. Wir sehen, Drachenpuls kam, Toxin, Genesung und so weiter. Das ist das gleiche Spiel ein, da kann man nicht viel zu sagen. Und auch jetzt greife ich nochmal zur Genesung. Das Gute ist, dadurch, dass ich das jetzt so umspielt habe, bin ich wieder in einer Range, in der Rabigator Apokalyp nicht besiegen kann, weil ich habe schon damit gerechnet, dass er jetzt Rabigator reinholt und dachte mir, gut, kann ich das irgendwie umspielen? Habe ich da irgendeine Möglichkeit für? Und da dachte ich mir, jetzt oder nie. Rabigator kommt, der Knirscher ist da, der macht massiv viel Schaden, aber wie bereits gesagt, ich wusste, dass ich den überlebe unter normalen Umständen und dann kann ich Rabigator auch rausnehmen mit einem Siedewasser. So, und damit ist ein Hochmut-Pokémon down. Allerdings eine Sache, die jetzt hier ja nicht so hundertprozentig bedacht wurde. Er kann jetzt einfach sein Brutalander reinholen. Er hat ja noch ein zweites Hochmut-Pokémon. Und das wird den Bonus nicht jetzt auch abgreifen. Ich habe überlegt, ob ich Apokalyp noch irgendwie retten kann, aber mit 20 KP und der geringen Base-Power, selbst ein Abschlag von Marmolida hätte ausgereicht, um Brutalander jetzt, um Apokalyp rauszunehmen. Das heißt also, guten Job hier auf jeden Fall gemacht. Apokalyp richtig stark und
Da kann ich es auch down gehen lassen. So, jetzt hat den Homo... Ich habe gehofft, dass er jetzt einfach nochmal auf den Knirscher geht, weil ich wusste, dass ein Wutanfall jetzt ausreicht nach einem Boost locker. Hier geht er leider nicht auf den Knirscher, weil den hätte ich überlebt mit der Buleo-Beere und hätte mit einem Eisheap zurückschlagen können, den er natürlich auch überlebt hätte, dank seiner Beere, aber clever von Umel natürlich, weil mit Wutanfall nimmt er safe andere Pokémon noch mit. Und, ach, eine Sache, die mich jetzt nach wie vor ärgert, Leute. Warum spiele ich kein Schutzschild auf diesem Banett? Das wurde mir bei Paul und Bartz, hätte mir das mega krass geholfen, gerade gegen Paul, wenn ich Schutzschild auf Banett gehabt hätte, weil dann hätte ich die Mega-Pico safe rausbekommen und so. Leider nicht, das ist ja leider das größte Manko, warum Mega Banett einfach nicht so gut ist, dass Prankster erst, also Strolch, die Fähigkeit erst in der Runde danach wirkt, weil so ich hätte mich Mega können mit Schutzschild in den Abgang zu machen können und dann wäre das Ding weg gewesen, das Brutalander. So hat das leider nicht geklappt und ja, es verwirrt dank des Wutanfalls, den er eingesetzt hat. Hier kommt jetzt Skelabra, mein letztes Pokémon. Und das Problem an Skelabra ist, es könnte zwar die anderen alle noch besiegen. Flogus ist angeschlagen. Und das Marmolida spielt keine spezielle Defensive. Und ich habe ja noch den Energieball. Er verletzt sich ja selbst mit seiner eigenen Verwirrung. Nimmt sich selbst raus. Allerdings musste ich mich hier dank des Wahlschutzes auf einen Move locken. Es war der Spukball, weil der im Endeffekt auch an allen verhältnismäßig guten Schaden macht. Aber ja, Marmolida ist voll. Kann jetzt nochmal den Spukball machen. Wir sehen auch, der macht wirklich guten Schaden. Die Hälfte ungefähr kriegt nochmal einen Spätz-Verteidigungsdrop, weil der super relevant an dieser Stelle ist. Und da kommt Siedewasser. Besiegt das letzte Pokémon von Jonathan. Und damit gewinnt Umel auch gegen die Geisterarena ein. Sehr, sehr schöner Kampf, ich finde. War wieder sehr, sehr stalllastig. Aber ich muss sagen, ich fand das höchst interessant, um zu gucken im Verlauf des Kampfes, wie er es irgendwie schafft, mein Apokalyp zu umspielen. Mit dem Doppelhochmut, mit der Doppelhochmutgefahr, das war hier der Schlüssel zum Sieg. Schutzschild auf Banett hätte mir mega geholfen, hatte ich leider nicht drauf. Aber ja, das war der Kampf, Leute. Sehr, sehr cool gemacht, wieder mal schön gespielt. Und mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Umel hat noch zwei Herausforderungen vor sich, Leute. Noch die Normal-Top 4 und die Feuer-Top 4. Fährt auf einer, das ist der erste, der die Feuertopf hier relativ spät macht, tatsächlich sogar. Wir wissen ja nicht, wann er sie macht. Aber das war's erstmal für heute, Leute. Mit Umel geht's weiter übermorgen. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.